Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seven Days to Die PvP-Event mit dem lieben Schnitzel, dem Max und dem Kicks. Wie bisher? Gleich auf, würde ich Hallihallo. sagen. Genau, grüße euch und es ist kurz vor 22 Uhr, jetzt wird's interessant. Die Spannung steigt. Oh fuck. Ich muss rein. Kevin wird sterben, Nee, Kevin wird nee. sterben. War bei mir am Jetzt Haus. entscheidet sich's, jetzt bin ich gespannt. Kommt zu mir, kommt alle zu mir. Dadurch, dass ich die Spikes auch noch gesetzt habe. Bei mir ist bis AK-Serie. bei mir Was? ist bisher ruhig. Rocket Bitte? Launcher Stock. Hm. Bei mir läuft ziemlich viel. Bei mir ist ruhig. Ist der Kev? Also bei mir ist komplett ruhig. Wo ist eigentlich der Mond? Ich sehe den Mond gar nicht, wie in den Wolken versteckt habe. Und Kevin? Bei mir läuft bis jetzt bis hier. Ich bin noch undetected, also. Hallöle, guten Tag. Ach, beim Kicks ist er? Ja, so zwei Stück halt jetzt gerade mal. Ah, Achso. jetzt kommen sie. Okay, Kicks hat sie erwischt. Sehr schön. Ja, dann gehe ich mal an die Arbeit, ne? Kevin ist gerade enttäuscht. Nö. Nee? Mir ist das egal, ehrlich So. gesagt. Ja, dann Kicks, viel Spaß mit den Zombies und Naja, nicht, dass ich die dich unterkriegen. werde jetzt ein Auch bisschen arbeiten. ich hab gesichert. Das kann ich mir vorstellen. Kicks hat 7 Tage lang nichts anderes gemacht. Er hat nichts gelootet, aber gesichert hat er. Gesichert ist beim Kicks. Es ist sicher beim Kicks. Ja. Also, wenn ihr nicht wisst, wohin, dann ab zum Kicks, da ist es sicher. So. Da bin ich wirklich gespannt am Ende, wie der seine Base baut. Ja, das werden wir uns auf jeden Fall am Ende anschauen. Bei jedem Einzelnen. So, während ich hier jetzt erstmal wieder. Ach, jetzt gehen wir mal da hinten rein, damit sie mal wegen der hinten herkommen. Da hinten neu. Sonst wird es jetzt so langweilig. Da hinten geht jetzt neu. Okay. Das hört sich ja komisch an. Ja, das kann man so sagen. Das hört sich ganz komisch an, du. Kicks. Ullala! Na, Kicks, was ist los? Hat er gebissen? Nee. Wie, nee? Hä? So scheiß Spider hat sich hochge... Oh, das leckt gerade wie die Sau, Na, ey. haben wir einen Spider-Schutz vergessen? Nee. Also bei mir Das war leckt gar wieder... nichts. Bei mir noch ein paar, aber nicht viele. Bei mir läuft auch nichts. Ach ja, nee, ich grabe in der Zwischenzeit wieder ein bisschen. Ja, naja, knapp. Es wird aber Zeit, dass ich irgendwie mal einen scheiß Forge House bekomme. So, jetzt heißt es aber dann wieder eine Woche Zeit, 7 Tage, um weiter. Ja, aufzusichern, weiter zu bauen, weiter zu looten. Gut, Kicks muss natürlich erstmal die Nacht überstehen. Wenn die Nacht vorüber ist. Das wird nur der eine gewesen sein. Der hat sich halt hochgepackt. Und der Rest stirbt gerade schön in deinen Spikes. Genau. Mal ganz ehrlich, Kicks, wie viele tausend Spikes hast du denn gesetzt? Ich glaube nicht immer, dass es 1000 sind. Gut, 950. Die Aussage habe ich jetzt schon sowas von gewartet. Wie viele hast du denn so Nein, gesetzt? es sind vielleicht 200-300 Stück. Pro Seite. Nee. Hey, ich muss sagen, ich bin aber auch über 200. Ja, also die hast du ja schnell zusammen, muss man sagen. Also ich bin jetzt auch noch nicht fertig mit meinen Spikes. Aber ich setze ja dann in den Etappen. Also das heißt, dass du rund um die Base selbst einen größeren Punkt hast und dann halt den Reihen. Also wie ich ja schon nochmal so im Off, wo wir es mal davon hatten, ne? Ja. Weil es sich einfach leichter reparieren lässt, bin ich der Meinung. Wie das war's jetzt? Ja, die Die ist Tag-7-Horde ist nicht allzu groß, also auch nicht allzu lang. die.
Ja, dann kannst du looten gehen. Ein bisschen mehr hätte schon sein dürfen. Alter, 7 Horde hat aber meistens noch eine Shooters dabei. Naja, die Welt. Wobei auf der anderen Seite ist es immer relativ, weil am Anfang brauchst du, hast du halt noch viele Kleinigkeiten, die du nutzt oder brauchst dann auch irgendwo. Nein, du hast da definitiv keine Waffe dabei, du hast definitiv keine Waffenteile. Also von daher total sinnfrei die Horde. Ja gut, aber bis du halt dann soweit bist, da mal deine Tag 14 Horde wirklich dann abzuwehren. Das ist halt immer die Frage dann. Ich sag mal, wenn du so alleine jetzt spielst, einfach so just for fun für dich selbst, natürlich, da kannst du 7 Tage erstmal durcharbeiten, mehr oder weniger, ne? Und sagen, gut, ich save das Ganze und danach kann ich immer noch looten gehen. Aber wenn du halt so jetzt Aufnahmen machst, dann willst du natürlich ein bisschen was anderes auch zeigen, als nur bauen. Und ich meine, wir haben ja trotz alledem schon ziemlich viel Bauen mit drin. Also, auch jetzt hier. Na, und das ist halt, ja, muss halt doch ein bisschen mixen, sag ich mal, bin ich der Meinung. Deswegen, hey, aber wer hätte es gedacht, sie ist nicht bei Kevin gekommen. Ja, es ist... Wundert mich eigentlich. Oder hast du auch die Forge die ganze Zeit laufen? Meine Forge ist noch nicht einmal aufgestellt. Das wird sein. Da hätte sie aber eigentlich bei mir sein müssen, ich habe noch nicht mal eine gebaut. Ja, dann hätte es aber auch von Max sein können. Ja, meine lagert auch schon in der Kiste. Ja, siehst du genau. Achso, na gut, dann... Hätte ich sie eigentlich kriegen müssen, verdammt. Kriegt bestimmt die Horde ab mit den ersten Spuckern. Mit den ersten Ferals. Ja. Oder so. Der erste Spucker würde mich nicht mehr stören, sag ich dir, so wie es ist. Revolverteile, Pistolen, Munition, kannst alles gebrauchen. Das ist richtig, ja. Was war eigentlich eure höchste Horde bis jetzt? Irgendwas bei Tag 60? 65? 67? Ja, irgend sowas in der Richtung. Nee, also 67, 63 oder irgend sowas in der Richtung. Ach Gottchen. Ja gut, du musst ja allerdings so sagen, bei euch ist ja nochmal ein bisschen anders. Na, dadurch, dass ihr halt ja wirklich wesentlich mehr spielt, beziehungsweise der Server bei euch ja sofern Leute da sind, ein Dauerläufer ist. Genau, dauerhaft läuft, schaut die Welt ein bisschen anders aus. Ne? Bei uns ist ja so, wenn wir den Server verlassen, das heißt die Aufnahme beenden, dann stoppt auch der Server, dann stoppt die Zeit. Und das ist nochmal eine andere Geschichte dann im Endeffekt. Ja, freundlich. Ja, aber man geht auch alles um den Norden dann. Sicher. Wir sind aktuell bei Tag 760. Okay, ja, naja, da sind wir, so weit sind wir da gar nicht weg. wenn dann da mal ein Horden kommt, ist es gerechtfertigt, sich in der Tunnel zu verstecken. So meinst du das jetzt? Ich nehm schon mal, ja. Muss ich jetzt erstmal voll essen hier. So, das Wasser hier können wir mal abkochen noch. Zack. Ah, bis ich das hier fertig habe, den Raum hier. Mich würde interessieren, wo ihr alle gebaut habt. Ja, das wird sich früher oder später, werden wir das aufklären. Das heißt, wir werden es so machen, dass wir... Wenn denn die Alpha 15 wirklich mehr oder weniger hier angekündigt ist, dass wir wissen, die Alpha 15 kommt, dass wir da langsam so zum Ende kommen vom PvP-Event und mit der abschließenden Folge, es kann sein, dass ich das dann auch überschneide, das haben wir zwar so noch nicht besprochen, aber so spuckt es mir ein bisschen im Kopf rum, dass wir dann vielleicht auch doppelt eine Folge haben, das heißt PvP-Event und schon in der Alpha 15, weil... Dass wir eine abschließende Folge machen, wo wir wirklich nochmal gucken, wo haben denn die Einzelnen gebaut, was hat denn jeder gemacht vor allem. Ich denke, dass das nochmal ganz interessant, auch für jeden Einzelnen von uns ist. Kurze Frage, was willst du nur machen, wenn es nochmal 60, 70, 80, 90 Ingame-Tage dauert? Na gut, ich denke, so lange... PvP echt zu lange ziehen? Nee, ich denke nicht, also das auf keinen Fall. Also, Event von mir aus, aber die Horden, die sind halt dann schon... Ja, nein, ich denke, dass wir dann das PvP-Event schon beenden, was wir da dann machen. Vielleicht machen wir mal eine kleine Pause mit 7 Days, das werden wir mal sehen. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt noch überhaupt nicht sagen. Wir haben es uns ja vorhin im Off-Kurz unterhalten und da war ja der Punkt, dass wohl
eventuell Ende August, Anfang September die Alpha 15 kommen könnte. Ob es dann schlussendlich so ist, das werden wir sehen. Das können wir ja jetzt noch überhaupt nicht einschätzen. Also ich hoffe es, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich tierisch drauf, gerade mit den neuen Features, was die Baufeatures betrifft. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne baue. Gerne und viel baue. Und ja, wer es schon gesehen hat, Kevin, du hast ja auch noch gar nicht gesehen, außer auf Screenshots, ne? Hier Exile. Sehr nice. Was? Ich bin auf Ressourcen gestoßen. Gut, auf der ersten. Okay. Ja, ich habe noch gar nicht so viel bei mir drinnen gebaut. Also schon so, dass ich mich einrichten kann, aber ja, so wirklich hundertprozentig, dass ich sagen kann, ich bin da safe. So weit bin ich noch gar nicht. Also ich habe mich sehr viel draußen bewegt eigentlich. So. Dass ernsthaft bloß ein Zombie da hier rumspuckt. Nö. Nee. Neun Spoiler sind. Ich hab fast die Vermutung, dass der Server uns das verhütet, dass wir so lange nicht da waren. Wahrscheinlich, ne? Also irgendwie. Ist das sauer auf uns. Glaube ich auch so langsam. So. Also, erste Hordennacht vorbei. Kix hat's erwischt. So ist es nun mal. Jupp. Das Schöne ist, für mich persönlich, ich muss keine Spikes reparieren. Darüber kann man hinwegsehen. Das ist, ja. Vitamine. Oh, die hatte ich auch schon zwischenzeitlich. So, ich habe jetzt eigentlich, hatte ich einen kleinen Ausflug vor. Ah, das ist halt die letzte Folge, war, die wir jetzt machen. Genau, das ist genau der Punkt, deswegen für die heutige Aufnahmesession, letzte Folge. Deswegen denke ich, werde ich darauf verzichten, einen Ausflug zu machen. Ich werde nämlich eigentlich auch Ausflug machen, aber das verschiebe ich dann aufs nächste Mal. Ich bin ja gerade ganz baff. Was denn? Was ist denn da los? Schon wieder die letzte Folge. Bleib hier! Deshalb werde ich noch ein bisschen was anderes machen. Oder ich versuche es zumindest. Ich versuche es, ich weiß nicht, ob es gelingt. Ich werde mich mal auf die Jagd machen. Das Schöne ist, ich habe jetzt die Crossbow, ich habe das erste Metall. Läuft. Es kann vorangehen. Es kann. Und Leder habe ich auch schon. Ja, das ist das Problem. Das habe ich eben noch nicht, weil ich könnte. Ich weiß gar nicht, ob ich Leder. Kann ich, glaube ich, sogar schon herstellen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber es bringt mir nichts, weil ich muss erstmal mir eine Forge bauen. Kix, hast du jetzt überlegt, was du für den Teil haben willst? Oh, nein! Nein! Scheinbar nicht. Der hat mich gerade so abgelenkt, ey. Kommt die denn jetzt her? Na? Wer wird denn da gleich in die Knie gehen? Oh Gott. Oh Gott. Geh weg. Hey, jetzt kannst du wieder, Kevin. Was wolltest du? Ob du es dir mittlerweile überlegt hast. Na, Zauber. Ach ja, Kix, da war ja auch noch was. Um was ging's? Ja, genau, das habe ich jetzt nicht gerade überlegt, aber es ging um die Hunting Rifle Parts. Genau. Ach so, ja, eben, da hätte ich auch noch welche gehabt. Zwei, ja, da kannst du doch mit dem Schnitzel einigen, oder? Lass mal gucken, ob ich. Allerdings, die waren beide grau, ne? Also, das muss ich gleich mal dazu sagen. Nein, ja, grau ist halt nicht so teurer. Super, deswegen habe ich so viele Pfeile verblödelt.
Meine sind auch grau, also. Echt kein Unterschied. Ja, notfalls nehme ich so, aber. Die Frage ist halt, was wir Schnitzel dafür haben. Die Frage ist natürlich immer, was hast du? Aber ich bin jetzt natürlich eine ganze Ecke weg von zu Hause. Insofern kann ich jetzt nicht mal genau nachschauen, was die für Wertigkeit haben. Und die Frage ist natürlich, was hast du zu bieten noch? Gib mich jetzt, ich kann dir alles Mögliche anbieten. Ich kann dir Metall anbieten, ich kann dir eine Ranch anbieten. Aua. Verdammt. Ich kann dir Eisenspitzen anbieten. Was brauchst du? Das kann ich dir jetzt gerade mal, wie gesagt, Kevin, das müssen wir dann nochmal machen, wenn ich wieder zurück bin. Weil jetzt aktuell bin ich, wie gesagt, gerade unterwegs. Ich wollte gerade sagen, jeden, mit dem der Kevin handeln will, der fällt irgendwo nahe und verletzt sich. Ja, vorne. Na komm. Stirb, du Sau. Na also. So. Endlich. Ach, ich bin ja ein Idiot. Oh Mann. Jetzt fällt mir gerade was ein. Ich habe doch gerade gesagt, Leder habe ich, kann ich, weiß sogar nicht, ob ich verarbeiten kann und sonst irgendwas, ne? Hm. Aber ich habe eine Ranch, ne? Kannst Autos zerlegen. Und in aus Autos bekomme ich Springs. Ja, auch. Aber auch eventuell eine Batterie. Auch, ja. Und? Scrap Iron. Richtig, genau. Mensch, Max. Ist ja unglaublich, was du alles weißt. Oh, 315er Crossbow. Das nenne ich mal lecker. Ja, sowas aber auch. So. Schlau unterstützt. 315 ist natürlich. Ja, das kann man schon ordentlich nennen. Ja, definitiv. Ich habe mir schon lange keinen Bogen mehr gebaut. Das muss ich auch mal wieder machen. Weil Pfeile gab es in der Zwischenzeit einige, aber halt keinen neuen Bogen. Würde mich mal interessieren, wo ich da bin. Oh! Keks, was los? Instant-Tot. Wer hat ihn getötet? Keiner. Keiner. Ich auch nicht. Würde mich auch wundern, weil da hätte schon irgendjemand geschrien, dass er mein Haus gefunden hat. Achso, du warst in deinem Haus. In deinem Haus? Nee, außerhalb. Mhm. Hatte ich aber auch mal. Na gut, das kann vorkommen, ne? Ich bin doof. Warum? Hast du es geschafft? Ich habe einen Crossbow. Mhm. Ich habe in dieser Nacht meine kompletten Feder verbraucht. Für normale Pfeile. Also ja nicht das Problem, sind kann man ja mal da liegen haben. Aber ich bräuchte halt erstmal neue Federn und bis dahin muss ich halt erstmal einen Bogen nehmen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Och nö. Ich
Weg damit, weg damit. Gott. Passt, läuft. Fast, zumindest. So. Dann mal rein in die gute Stube. Zack. Close the door. So, meine Freunde, jetzt glaube ich. Noch nicht. Moment. Nein. Du weißt gar nicht, was ich will. Ich habe eventuell gleich eine Ankündigung zu machen. Ja. Eventuell. Die Jagd eröffnet das. So, das noch da rein. Das da rein. Das da rein. Zack. Funktioniert das Nightfishing mittlerweile? Zack. Nein. Nightfishing. Ab und an, ja, manchmal hat man das Bild verkehrt herum. So, Freunde, ich habe eine fertige Shotgun. Juhu. Das wollte ich euch noch mal so kurz zum Ende hin der Folge. Unter die Nase reiben. Unter die Nase reiben, genau. Max sagt es vollkommen richtig. Trotzdem noch nicht. Ich kann aber auch, Kickstarter kommen wir gleich. Ich kann mir aber auch normalerweise jetzt eine Forge bauen. Das nochmal mit dazu. Ist trotzdem noch nicht. Muss trotzdem erst gehen, bis du es bauen kannst. Was bauen kann? Die Shotgun Money? Da. Moment. Ach, stimmt. Die Mensch, Kevin. Gut, dass du es sagst. Da war doch noch was. Da war doch noch was. Mann. Kevin. Ich kann die Shotgun Money bauen. Na gut. Gut, dass du sowas sagst. Ich wusste doch, dass da noch irgendetwas war, was ich vergessen habe. Da wollte ich doch noch was skillen. Mann. Kann in den verbrannten Zombies irgendwas Gutes drin sein? Bei den Schneezombies kann ja. Ja, keine Ahnung. Max? Nicht wirklich. Gut. So. Aber, ja, was Kevin denn dann in seinen möglicherweise verbrannten Zombies so findet, Scoreboard. Ja, Kicks, das machen wir gleich. Mann, der muss immer wieder reinquatschen. Ja. Ich habe ja alles vergessen, was ich sagen wollte. So, also nochmal, was wir denn so vielleicht der Kevin in seinem verbrannten Zombie so findet, oder auch vielleicht auch nicht im verbrannten Zombie findet. Und so weiter und so fort, ja, wie so weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Aber, meine Damen und Herren. Bevor wir jetzt hier abschalten, ja, schauen wir natürlich nochmal aufs Scoreboard. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Das gehört auch mit dazu. Das heißt, folgendermaßen, der Max holt weiter auf. Ja, hat jetzt 39 Zombie-Kills, während ich bei 43 stehe und Kevin bei 47. Also es ist richtig eng zusammen. Allerdings hat Kevin uns ein was voraus, nämlich einen Spieler killen. Kicks mit 18 Zombie-Kills. Kicks! Mann, du bist ja jetzt bei 0 Punkten. Ist ja. Das Geilste ist, du kriegst die Horde mix haufenweise Zombie-Kills. Naja, haufenweise ist jetzt vielleicht auch nicht übertrieben. Ja, weil die meisten in die Spitzen gerannt sind. Ich weiß ja nicht, ob das zählt dazu. Nee. Eben nicht. Das ist es ja. Und du hast 0 Punkte. Ja, Max steht bei 20 Punkten, meine Wenigkeit bei 43 und Kevin führt hauchdünn mit 47 Punkten. Kann sich natürlich alles noch ändern, alles kann sich da ändern. Ich habe meine Shotgun, bin da schon mal ganz zufrieden mit. Ich mache mir was. Das zählt jetzt, das kommt jetzt ins nächste Scoreboard. Machen wir jetzt noch was zu essen. Kochen wir ein bisschen Wasser ab, dass die Vorräte aufgefüllt sind. Warum die Gläser hier nicht voll sind, begreife ich nicht. Obwohl sie aufgefüllt wurden.
Aber egal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Servus. Servus.